Heute beim elektrischen Reporter: Lernmaschinen, Brüste und vernetzter Wald. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Der menschliche Körper ist erstaunlich vielseitig. Er kann schwimmen, tanzen, Rad fahren und stundenlang auf dem Sofa rumlümmeln und Fernsehen gucken. Maschinen können hingegen in der Regel nur eine Sache richtig, diese allerdings richtig gut. Ob der menschliche Körper etwas von Maschinen lernen kann, das versuchen Forscher derzeit herauszufinden. Schon lange unterstützen Computer uns dabei, unser Wissen zu erweitern und schlauer zu werden. Zum Beispiel mit webbasierten Trainings oder Lernspielen. Einige Robotikforscher wollen uns nun auch geschickter machen. Und ihre Apparaturen machen selbst Grobmotorikern Hoffnung. Saurabh Detta aus Kopenhagen entwickelt solche Maschinen, die einen buchstäblich an die Hand nehmen. Sein Apparat Teacher verspricht Hilfe beim Malen und Musizieren. Die Maschine nutzt sogenanntes Forced Feedback. Das heißt, Teacher führt den Lernenden mit sanftem Zwang. Der Maschinenlehrer registriert jede Bewegung und greift korrigierend ein. So lernt das Gehirn Bewegungsabläufe und speichert das Erlernte besser ab. Mich erinnert das an meine Kindheit, als meine Mutter meine Hand hielt. In allen Kulturen machen das ja Eltern und Lehrer so. Wenn du anfängst zu schreiben oder zu zeichnen, führt jemand deine Hand. Und diesen Ansatz habe ich für meine Arbeit übernommen. Mit seinen Experimenten widmet sich Detta einigen wichtigen Problemen der Computerwissenschaft. Es geht um die bestmögliche Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Und die Konsequenzen einer solchen Kooperation. Und natürlich interessiert ihn auch, wie Menschen auf solche maschinelle Unterstützung reagieren. Die meisten haben sich gegen die Maschine gewehrt, gegen das, was sie mit ihnen tun wollte. Aber einige fanden es wirklich gut, auch wenn sie nicht genau wussten, was die Maschine da macht. Und das fand ich wirklich erstaunlich. Trotz allen Fortschritts, ein vollautomatischer Kunst- oder Musiklehrer bleibt erstmal eine Vision. Die Konzertpianistin und Klavierlehrerin Inga Fiolia jedenfalls sieht sich noch nicht durch robotische Konkurrenz bedroht. Denn Musik ist mehr als Noten nachzuspielen. Also ganz mechanisch würde ein Stück so klingen. Weil wir Menschen sind, können wir auch menschlich spielen und das würde dann so klingen. Aber Lernmaschinen versprechen nicht nur, das Erlernen kreativer Fähigkeiten zu revolutionieren. Schon heute setzt Catherine Disselhorst-Klug Lernroboter in der Rehabilitationsmedizin ein. Zum Einüben alltäglicher Bewegungen. Sich einem Roboter wie Frau Antje anzuvertrauen, damit haben die Patienten hier kein Problem. Erstaunlicherweise nehmen das unsere Patienten als weniger bedrohlich wahr als die Gesunden. Und die haben schon gelernt, dass ihr Körper nicht das macht, was sie vorgeben oder was sie gerne wollen als solches. Und die Patienten, die wir hier mit untersucht haben und die wir mit bis jetzt trainiert haben, die hatten jede Menge Spaß. Frau Antje hilft Patienten mit Schädigungen des zentralen Nervensystems. Die robotisch assistierte Rehabilitation nutzt die Fähigkeit des Gehirns, lebenslang lernen und Fehler reparieren zu können. So können Patienten unabhängiger trainieren und damit auch Therapeuten entlasten. Und das ist erst der Anfang. Ja, natürlich würde ich mir irgendwann mal wünschen, dass Frau Antje auch einen Patienten selbstständig greifen kann. Im Augenblick muss er sich noch selber andocken. Dass man dann sagt, liebe Frau Antje, ich bin soweit, bitte greife meinen Arm und dann kommt sie. Und das gibt dann nochmal ganz neue Dimensionen im Bereich der robotischen Assistenz in der Medizintechnik. Alle Versuche und Experimente zeigen, entscheidend für den Erfolg der Lernmaschinen ist die Frage der Kontrolle. Wer hat wann das Sagen? Aber dieser Konflikt ist gar nichts wirklich Neues, ist Detta überzeugt.
riding a driverless car. Ein Smart Car, das keinen Fahrer mehr benötigt, und ein Pferd, das ist eigentlich das Gleiche. Beide haben einen eigenen Verstand und beide können autonome Entscheidungen treffen. Und in vielen sensiblen Bereichen werden wir längst von Maschinen kontrolliert, zum Beispiel von Autopiloten oder Herzschrittmachern. Lernmaschinen fügen solchen Anwendungen eine neue Dimension hinzu und helfen uns, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie viel Kontrolle wir bereit sind, an die Maschinen abzugeben. Zum Selbstverständnis der Grünen Partei gehört die Ächtung von Sexismus im menschlichen Miteinander. Wie einmal ausgerechnet ein grüner Funktionär an diesem Anspruch scheiterte, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Jörg Krupp. Ich bin bei Twitter zu finden unter Jörg Krupp. Ich bin für die Grünen im Gemeinderat bei mir in meinem kleinen Ort und bin im Parteirat der Grünen Baden-Württemberg. Politik ist ja für mich ein Hobby. Ich bin Ehrenamtler. Zur Netzpolitik kam ich, weil ich ursprünglich mal aus der IT komme. Ich bin im Internet seit 1995 und richtig politisch aktiv mittels Twitter und Facebook seit 4-5 Jahren ungefähr. Also es kam ja zu dem Tweet zunächst mal durch das Wahlergebnis der FDP bei der Hamburg-Wahl. Ich habe das schon eine ganze Weile verfolgt und für mich interessant war einfach auch, kommt die FDP nochmal rein. Und habe dann auch verfolgt, wie die Frau Suding Wahlkampf macht. Diesen Fokus auf Äußerlichkeiten stelle ich am Abend eben fest, das hat funktioniert. Und ich empfand es als sexistisch, schlicht und ergreifend, ja. Und das hat mich echt genervt. Jetzt habe ich getwittert, der Aufschrei ist in Hamburg an der FDP gescheitert. Und das hat nicht gezündet. Das ist so verpufft. Und dann habe ich irgendwie wohl das Gefühl gehabt, ich muss noch einen draufsetzen. Das habe ich dann getan und habe mich schlicht in der Wortwahl dann vergriffen. Unangenehm waren Online- und Offline-Shitstorm. Also dazu kam ja die Presseberichterstattung. Bild-Zeitung, Seite 1 und 3. Ich habe das erste Mal in meinem Leben massiv blockiert bei Facebook und bei Twitter, weil es nicht mehr zum Aushalten war. Man hat mir geraten, stillzuhalten und mal aufhören, mich zu rechtfertigen. Ich habe ein bisschen gebraucht, weil ich aus einer Welt komme, in der man sich erklären kann. Ich habe eine Mail geschrieben dann auch direkt, also über meinen Blogbeitrag, in dem ich mich entschuldigt habe, hinaus und zu Händen Frau Suding und habe das nochmal geschrieben, dass ich mich entschuldige für die Wortwahl. Ich habe mich auch nur für die Wortwahl entschuldigt, weil sehe ich auch weiterhin, dass man also mit Titten als Wort einfach auch nicht agieren kann, vor allem nicht als Grüner. Ich bin kein Sexist, das hängt jetzt aber so ein Stückchen weit an mir, das habe ich selbst verschuldet. Ich kann es nicht ungeschehen machen, das funktioniert natürlich auch nicht. Und insgesamt war es halt nur komplett nach hinten losgegangen, schlicht und ergreifend. Im schlimmsten Fall hat er der FDP sogar geholfen. Wir bleiben im Grünen. Dass das Netz in immer neue Lebensbereiche vordringt, bereitet Kulturpessimisten großen Kummer. Doch das Netz kümmert dieser Kummer wenig. Es vernetzt fröhlich immer neue Areale, den Wald zum Beispiel, wie unser nächster Beitrag zeigt. 50 Megabit pro Sekunde bis 2018. Und zwar für alle. So lautet das Ziel der Bundesregierung zum Breitbandausbau. Jens-Peter Burkhardt aus Gartow an der Elbe würde sich schon heute über ein paar Mbit mehr freuen. Denn der Journalist wohnt buchstäblich im Wald, jenseits von VDSL und Glasfasernetz. Als Spezialist für grüne Themen berichtet er aus Forst und Landwirtschaft, über Jagd und Jäger und über Umwelt und Natur. Und hat ein Problem. Seine Texte, Bilder oder Filme den Auftraggebern zukommen zu lassen. Also unsere Up- und Downloadraten sind mittelschwer katastrophal, ehrlicherweise. Wenn wirklich große Datenmengen anliegen, dann ist häufig der Weg, dass nach Feierabend die Daten hochgeschickt werden. Und dann gibt es nur einen wichtigen Punkt, also wenn denn, was weiß ich, mehrere hundert MB hoch sind, bitte nicht abbrechen. Das muss dann auch bitte durchlaufen, weil sonst fangen wir wieder von vorne an. An dieser Situation wird sich wohl auch so schnell nichts ändern. Denn der Breitbandausbau ist teuer. Und bei einer Bevölkerungsdichte von 49 Einwohnern je Quadratkilometer lohnt sich der finanzielle Aufwand für Unternehmen einfach nicht. Aber
Dieses Problem betrifft nicht nur den Waldjournalisten, sondern die ganze Region. Ob Grafiker oder Architekturbüros, sie alle sind auf ein stabiles und schnelles Internet angewiesen. Und auch das Tourismuspotenzial der Gegend liegt ohne Netz brach. Da muss man auch gerade auf dem touristischen Sektor sehen, dass viele Leute hierher kommen, dann aber bitte auch Internet wünschen. Hier läuft durch den Landkreis der Elbe-Radweg, ist unlängst zum beliebtesten Radweg Deutschlands gewählt worden. Wenn ich da unterwegs bin, dann möchte ich über mein Smartphone mich über das Hotel informieren, wo bekomme ich jetzt Essen, wo ist irgendwas. Wenn das nicht funktioniert, bleiben Leute weg. Revierförster Markus Böller aus dem hessischen Mücke hat seinen Wald vernetzt. Er versteckt GPS-Sensoren in Holzstapeln. Aber nicht etwa, um Geocaching-Events für Touristen zu veranstalten. Vielmehr soll sein sogenannter Forst-Tracker Holzdiebstahl verhindern. Denn sobald sich ein Holzstapel und damit der Sensor bewegt, schlägt das System per E-Mail und SMS Alarm. Ein paar Mal hat das System schon angeschlagen. Über das Handy wurde ich von der Bewegung des Trackers alarmiert, habe mich davon überzeugt, dass dieses Holz wirklich verschwunden ist, habe am Bildschirm nachverfolgt, wohin, habe die Polizei benachrichtigt und kurze Zeit später, 2 Stunden etwa, hatten wir sowohl die Abladestelle und damit auch den Empfänger des Holzes, darüber den Lieferanten des Holzes und damit auch den Dieb festgenagelt. Ein echter Fortschritt. Denn früher musste Böller Dieben im Unterholz auflauern. Bei einer Reviergröße von knapp 1600 Hektar nur wenig erfolgversprechend. Seit er aber den Forst-Tracker einsetzt, ist der Schaden durch Holzdiebstahl im gesamten Hessenforst gesunken. Und in Böllers eigenem Revier wird inzwischen gar kein Holz mehr geklaut. Diese Rechnung leuchtet sogar einem Naturfreak wie dem Waldphilosophen François Bau ein. Auch wenn der am liebsten überhaupt keine Technik im Wald haben möchte. Es ist unromantisch, es ist nicht schön, aber es ist wirtschaftlich. Ich kann mir wünschen, dass hier im Wald wieder Pferde rumlaufen, die Stämme rausschleppen, weil das auch für den Boden wesentlich besser ist. Aber es ist jetzt so. Ja? Etwas anderes ist es natürlich, wenn man als Erholungssuchender den Wald betritt. Dann soll man vielmehr die Gelegenheit nutzen, sich mal bewusst vom Smartphone zu lösen, so der Waldphilosoph. Schließlich gibt es im Wald für den Aufmerksamen auch ohne Internet eine Menge zu erleben. Man kann Tiere sehen, die man vielleicht noch nie im Leben gesehen hat. Man kann Pflanzen riechen oder Pilze riechen. Jeder Pilz hat einen eigenen Geruch oder ein Geruchsspektrum, das manchmal so interessant ist, dass viele Menschen begeistert sind, weil sie gar nicht wissen, dass sie sowas tun könnten. Bau hat sicher recht. Für Naturerlebnisse braucht niemand Internet im Wald. Und vielleicht lenkt es sogar ab, beim Betrachten eines gemeinen Kartoffelbovisten oder beim Beschnuppern einer Stinkmorchel. Aber Menschen, die sich wie Burkhardt für das Leben in der Natur entschieden haben, dürfen vom digitalen Fortschritt nicht ausgeschlossen werden. Und sollte es wirklich eines Tages LTE und WLAN im Wald geben, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er es hier auch benutzen möchte. Alle Theorie ist grau und nur der Wald und die Erfahrung sind grün. Friedrich Wilhelm Theodor Pfeil. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.